Liebe Freunde des Qualitätsjournalismus, ich hatte vor 2-3 Wochen schon mal eine Presseanfrage gestellt bezüglich Corona. Inzwischen ist die Antwort auf meine zweite Presseanfrage eingegangen, schon letzten Donnerstag, glaube ich, abends um 9:30 Uhr. Und ich habe auch schon eine dritte gestellt. Ich will euch heute verlesen, was die Stadtverwaltung, in dem Fall das Gesundheitsamt, auf meinen zweiten Fragensatz geantwortet hat. Ich lese vor. Meine erste Frage war: Was hat die Landeshauptstadt Dresden bzw. das Gesundheitsamt als untere Behörde bisher unternommen, um selbst Testkapazitäten zu schaffen oder sich Testkapazitäten zu reservieren? Antwort: Die Stadtverwaltung hat unter anderem ein Testcenter am Messering eingerichtet. Verlinkt wird auf eine Pressemitteilung und der ist zu entnehmen, dass dort also ein Parcours angelegt wurde mit verschiedenen Stationen, wo die Testenden mit dem Auto hinfahren, im Auto sitzen bleiben, ihre Personalien angeben, dann den Rachenabstrich machen lassen und dann fahren sie weiter. Das hat die Stadt also inzwischen eingerichtet, finde ich gut. Ich habe weiter gefragt, wie viele Labore für die sogenannten PCR-Tests, das steht für Polymerase, hast du nicht gesehen, also für einen kleinen Baustein, ein kleines Molekül, wird dort vervielfältigt bei diesen PCR-Tests, damit man überhaupt irgendwas nachweisen kann. Und dann wird nachgewiesen, ob oder ob nicht dieser kleine Baustein von dem Coronavirus in dem Test vorhanden ist oder nicht. Diese Tests haben wohl relativ viele falsch positive Ergebnisse. Das heißt, obwohl derjenige kein Corona hat, zeigt der Test trotzdem Corona an. Wie hoch diese falsch positiven sind, es schwankt wohl im Maximum, hat jemand gesagt, 50% falsch positive, das wäre echt heftig. Andere sagen 30%, wieder andere, ich glaube, der Herr Drosten hat von 10% gesprochen. Ist immer noch recht viel, also so richtig tolle sind die PCR-Tests nicht, aber es ist das Beste, was wir haben. Also ich wollte wissen, wie viele Testkapazitäten es gibt und die Antwort lautet: PCR-Tests bieten mehrere Labore in und um Dresden an, potenzielle SARS-CoV-2-Proben analysieren und vor allem das Universitätsklinikum in Klammern 900 pro Tag, ab Mai werden es 1400 Tests sein, die dort pro Tag untersucht gemacht werden können. Die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen hat 800 Tests pro Tag, das städtische Klinikum 200 pro Tag und das kommunale Testcenter Drecoin in Kooperation mit dem DRK Blutspendedienst Nordost derzeit 200. Dazu steht noch skalierbar, also man kann es wohl noch ausweiten. Wenn man die Zahlen alle zusammennimmt, dann kommt man da auf 1700, 1900, 2100 Tests, die jeden Tag in Dresden gemacht werden könnten. Ich habe weiter gefragt, wer berät die Landeshauptstadt bei den virologischen und epidemiologischen Fragestellungen? Antwort: Die Stadt verfügt über eigene Expertise, nutzt jedoch auch das Know-how und die Unterstützung weiterer lokaler Partner, zum Beispiel das Universitätsklinikum, sowie die der zuständigen Stellen in Land, in Klammern unter anderem Sächsisches Staatsministerium für Soziales und Verbraucherschutz, Landesuntersuchungsanstalt, Klammer zu, und Bund, in Klammern insbesondere Robert-Koch-Institut. Viertens, wie viele Menschen sind laut Meldebehörde seit 1. Februar verstorben? Antwort: Revidierte Einwohnerdaten liegen noch nicht vor. Aktuell verfügbare Daten finden Sie hier. Ein Verweis auf eine PDS-Datei. Dresden in Zahlen, drittes Quartal 2019, also anscheinend, scheinbar, eins von beiden stimmt, hat die Stadt noch nicht mal fürs vierte Quartal die Zahlen vorliegen und wir haben inzwischen den 21. April, die Antwort kam am 16. April, also 2 Wochen nach Ende des ersten Quartals 2020 hat die Stadt immer noch keine Zahlen für das vierte Quartal 2019. Und eben auch nicht fürs erste Quartal. Ich habe jetzt in der weiteren Presseanfrage nochmal drauf insistiert, drauf bestanden, dass sie mir die Zahlen rüberwachsen lassen. Es kann ja wohl nicht sein, dass man
zwei Wochen nach Quartalsende immer noch keine Meldedaten zur Verfügung hat. Wir leben im digitalen Zeitalter. Ich weiß nicht, wo die Stadtverwaltung lebt. Also, ich rechne mit verstorbenen Zahlen in der Antwort meiner nächsten Presseanfrage. Die habe ich gestern gestellt, gestern Mittag, Nachmittag. Ich rechne Mittwoch oder Donnerstag, 22. oder 23. April mit einer Antwort. Mal gucken. So, was haben wir noch? Fünftens. Hat das Gesundheitsamt das Recht, bei unklarer Todesursache Obduktionen anzuordnen? Wie oft hat es seit 1. Februar davon Gebrauch gemacht? Wenn es trotz rechtlicher Grundlage keinen Gebrauch davon gemacht hat, warum hat es das nicht gemacht? Die Frage wird weiter unten beantwortet. Sechstens, welche Maßnahmen gedenkt das Gesundheitsamt in Zukunft zu unternehmen, um seiner Aufgabe als Anfang der Meldekette besser gerecht zu werden? Welche Richtlinien existierten bisher bzw. wurden seit 1. Februar geändert? Wird auch später beantwortet. Siebtens, welche Maßnahmen hat die Landeshauptstadt bisher unternommen, um besonders Schutzbedürftige zu identifizieren, um sie bei einem Wiederhochfahren des öffentlichen Lebens isolieren zu können? Wird auch später beantwortet. Und achtens, hat die Landeshauptstadt selbst ein Gutachten beauftragt, ob die Einschränkung von Bürgerrechten auf Dauer grundgesetzkonform ist? Die Fragen werden also jetzt zusammen beantwortet oder wurden zusammen beantwortet. Es steht völlig außer Frage, dass die SARS-CoV-2-Pandemie die Herausforderungen und Maßnahmen des Infektionsschutzes der letzten Jahre in den Schatten stellen. Wir können insoweit gut nachvollziehen, dass sich viele Menschen die Frage stellen, inwieweit die teils sehr drastischen Maßnahmen erforderlich sind. Dazu stellen wir klar. Die Landeshauptstadt Dresden unternimmt in Übereinstimmung mit den unter drei genannten Partnern und Stellen alles, was notwendig ist, um die Ausbreitung des neuartigen Virus zu reduzieren und die Auswirkungen des Infektionsgeschehens auf die Dresdner Bevölkerung so gering wie möglich zu halten. Dazu ne zählen neben dem Monitoring, dass sie stets tagesaktuell auf www.dresden.de/corona nachvollziehen können, in Klammern Ladestand immer 12 Uhr, Klammer zu, unter anderem Auskunft und Beratung für Bürgerinnen und Bürger, zum Beispiel das Corona-Infotelefon, Telefon 0351 und so weiter, das Seniorentelefon, diverse neue Handzettel, täglich aktualisierte Internetseite, auch in leichter Sprache und in Fremdsprachen. Tägliche Corona-Updates für Vertreterinnen und Vertreter der Medien, mitunter äußerst kleinteilige und arbeitsintensive Kontaktpersonennachverfolgung, Test- und Absonderungsmaßnahmen, zweite Leichenschau, diverse Meldungen an die zu beteiligenden Dienststellen auf kommunaler, staatlicher Bundesebene. Nahezu die ganze Klaviatur des Infektionsschutzrechts wird bespielt. Unsere Arbeit folgt dabei den ehernen Grundsätzen vom Vorrang und dem Vorbehalt des Gesetzes. Den Maßnahmen liegt immer auch eine Abwägung zwischen Interessen des Einzelnen und Interessen der Gesellschaft zugrunde. Freiheitsinteressen des Einzelnen treten im Sinne eines wirksamen und umfassenden Gesundheitsschutzes der gesamten Bevölkerung zurück, muss ich nochmal lesen. Freiheitsinteressen des Einzelnen treten im Sinne eines wirksamen und umfassenden Gesundheitsschutzes der gesamten Bevölkerung zurück. Setzen lassen. So hält es übrigens auch der Freistaat Sachsen, der auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes unter anderem die sächsische Corona-Schutzverordnung vom 31. März 2020 und die sächsische Corona-Quarantäneverordnung vom 9. April 2020 erlassen hat. Sollten Sie Fragen zu den vom Freistaat erlassenen Vorschriften und Maßnahmen haben, wenden Sie sich bitte an die Pressestelle des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Den Kontakt und weitere hilfreiche Informationen finden Sie hier: www.coronavirus.sachsen.de. So, das war die Antwort der Stadtverwaltung. Ich hatte die Presseanfrage am 8. April gestellt. Beantwortet wurde sie am 16. April. Dazu muss ich sagen, ich hatte auf eine Antwort der Stadtverwaltung zurückgefragt. Die Mail könnte also untergegangen sein, also habe ich sie nochmal gestellt und dann wurde sie beantwortet. Wie ihr vielleicht sehen könnt, nicht zu meiner vollkommenen Zufriedenheit, aber im Moment ist alles am Kochen. Ich habe also ein gewisses Verständnis dafür und will es damit bewenden lassen. Ein Hinweis noch: Es gibt inzwischen einen Arzt aus dem Uniklinikum, Gustavo. Oh Gott, Barretta? Ich weiß es gerade nicht. Der war jetzt auch schon in einigen YouTube-Videos zu sehen. Er ist Pathologe
und ist Vorsitzender eines Pathologenverbandes in Deutschland. Es gibt wohl mehrere. Er hat also die Ahnung von Obduktionen. Wir haben also einen Fachmann hier in Dresden, der sich mit Obduktionen auskennt. Und es ist damit zu rechnen, dass nachdem das Robert-Koch-Institut inzwischen seine Vorbehalte gegenüber Obduktionen revidiert hat, dass wir demnächst etwas mehr über die Todesursachen der Verstorbenen erfahren und nicht mehr darauf vertrauen müssen, dass wenn derjenige das Coronavirus hatte, also positiv getestet wurde, dass er eben auch automatisch daran verstorben ist. So ist das Robert Koch in der Vergangenheit verfahren. Wir können nur hoffen, oder ich hoffe, dass das Robert Koch Institut weiter so lernbereit ist und auch die kritischen Stimmen zu Wort kommen lässt. Und damit will ich es bewenden lassen.